Ist das auch bei anderen Bäumen? Ja, soll so sein. Sonst laufe ich wohl in den Baum. Ich bin ja auch ein ziemlicher Holzkopf. Ah! Sie begannen haben tüchtigen Ersatzrohr für meine Kanone aus! Nimmst ein Ersatzrohr. Ha! Das hat mich echt überrascht. Angesehen! Zum Rohrwechsel! Wechselt aus! So wechselt man Rohr. Damit sollen wir wirklich schießen. Das heißt doch beim ersten Schuss in ein paar Stücke. Ich glaube, wir werden vom mechanischen Riesen zerstampft, bevor wir überhaupt einen Schuss abgeben können. Richtig! Schieb die Kanone auf die Straße, meine Pinguine! Dann nehmen wir unsere feinen Zessier! Na hopp hopp! Auf geht's! Hau rock! Hau rock! Oh, das macht meine Stimme nicht. Hau rock! Es ist euch! Und die Stelle ist richtig scheiße. Meine Güte, was für ein Ungetüm. Sollen wir so etwas denn bezwingen? Eine Best eingeschaffen, die einen wahren Pinguin ausmachen. Kalbeligkeit und Haltung! Ah ja, verrückt, aber er hat schneit. Alle Achtung. Pinguin-Attacke! Hurra! Also fallen unserem tapfer geschnurrten Erzittern und lade die Kanone! Alle die Stellung. Die Kanone ist geladen und verfügst nun über 11 Schuss. Ziehe sorgfältig den feinen starke Panzer. Sein Fadenkreuz. Sobald es am Feind steht, drücke Enter. Falls du ihn getroffen hast, kannst du auf der Trefferanzeige ablesen, welche Sektion der Kriegsmaschine wie viel Schaden erlitten hat. Das Ding geht immer noch gegen Überlebende vor. Achilles, keine Zeit verlieren! Schiebe dem Dickers aber die Waffe vom Kopf, Pinguine! Ja, und jetzt kommt die Schwierigkeit, das Ding zu treffen überhaupt. Hurra, wir haben das Ding die Waffe weggeschossen. Ruder Kolonie! Also, sie hat immer noch seine Stammfüße! Wollen weiter, stolz an der Antarktis! Ja. Oh oh, wir sind jetzt alle und das Ding sieht noch recht agil aus. Würde fast! Jetzt wird's ungemütlich! Ja. Ja. Jetzt kommt das Problem. Ich habe mir diesen Bildschirm schon. Diese Folge schon sehr oft anschauen müssen. Moment, kann ich denn so enden? Da stößt gegen jedes Gebot der Kausalität. Wie mein? Ach, ich scheine die Geschichte wohl falsch erzählt zu haben. Versuch es noch einmal. Ja. Ich glaub gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Man schießt so schnell vorbei mit dem Scheißding. Ja. Ja. Das werdet ihr jetzt noch öfters sehen. Sehr viel öfters. Glaube ich halt. Das kann sich jetzt echt hinziehen. Ja, na wenigstens wird es kürzer mit der Zeit. Ein bisschen. Ja, ja, bla bla. Kennen wir doch schon. Na, das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja? Ja, nein. Nein. Vielleicht. Oh mein Gott. Sehr schön die Sache, sehr schön. Man kann es auch übrigens nicht irgendwie beschleunigen oder so. Ne? Das heißt, wir dürfen uns das jetzt wieder und wieder anschauen. Ich habe übrigens mal wirklich sehr lange gebraucht, um dieses... Wie? Ich habe schon wieder falsch erzählt. Also noch einmal. Ja, also ihr könnt davon ausgehen, dass das jetzt noch ein paar Minuten dauern wird. Vielleicht auch ein paar mehr Minuten. Ja, ja, komm. Oh. Da haben wir ja schon mal die Kanone geschossen.
Und. Ha, na also. Laufsicht, wir haben ihn! Es ging sogar sehr schnell. Verdammt, jetzt habe ich drauf gehofft, dass es noch ein paar Stunden dauert. Hurra! 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 Welche Leistung? Meine Pinguine! Ich hoffe, hier sind noch mehr von der Sorte. Ist der monströse Apparat etwa weg? Ich denke noch überall Zivilisten in den Trümmern! Hören! Hier nehmen Sie eine Scheinstraße vor und ziehen nach Überlebenden ab! Nach Überlebenden ab! Bioschwamm, los! Täusche mich oder wird alle langsam etwas klar unter der Haube? Hallo? Komm den Schlagsahne an der Backe her! Achso, wir Bartschläger! Ach ja. Cheep, cheep, cheep! Flügelhoch, wer noch am Leben ist! Ich kann durchkommen! Alles eingestürzt! Scheint jetzt halber Treppenhaus eingestürzt zu sein! Der ist hinüber. Da schieben wir mal den Backstein beiseite. Nehmen wir erstmal diesen unauffälligen Teddybär mit. Ein Kuschelteddy. Warum nicht? Ich glaube, da war es mal irgendwo möglich, durch Wände zu laufen, aber das hat er, glaube ich, mal korrigiert. Nimmst du einen ordentlichen Batzen Heu? Hast schon von dem Heu genommen. Browning, wieder ein Adjutanten, der mir auf diese Kleinigkeiten hinweist! Da kommt man nicht durch. Oben liegt ein kleiner, kurzer Totenschädel. Gut, hier können wir nur nach oben schieben oder so seitlich weg. Was jetzt, glaube ich, schon falsch war. Nein, könnte sogar noch passen. Oh, ah, okay. Moment, jetzt habe ich gleich eine brillante Idee. Die ist so brillant, das könnt ihr gar nicht. Kann ich gar nicht beschreiben. Komm schon her, dreckiger Wagen. Warum liegt da Heu? Warum hast du eine Maske auf? Alles für komfortable Vorlandung vorbereitet. Breil. Da hindurch. Wien. Sie sind so der Rock. Du liebe Zeit. Okay, Aktion. Gehen Sie mal zur Sammelstelle auf der Hauptstraße. Vielen Dank, Herr Soldat. Das kann ich nie. Sein Zweck erfüllt. Muss ich mehr Heu gewuchtet werden. Ich kann noch wegen mehr Heu mitnehmen. Ich kann noch mehr Heu mitnehmen. Oh, nein. Ach Mann. Ich will noch ganz viel Heu mitnehmen zum später essen. Oder so. Wer war denn? Scherben und Gerümpel am Schrank auf! Aha, ja, klar, wer denn nicht? Hey vor, die Tischtaube zu schlammen! Gute Nacht, liebe Stein! Hallo? Wo ist Mama? Wo ist Papa? Komm her, Chris! Wir sind schon wie draußen! Ich gehe nach draußen, so ein böses ungeheures Eisen! Keine Bange! Ein paar Beste verjagt! Nein, ich trau mich nicht! Guck mal, hast du lieber umgejagt? Hast du mal einen echten Hasen sehen? Kuschel-Teddy! Darf ich den haben, lieber Soldaten-Opa? Hallo, wenn du brav drauf schaust, zu den anderen Pinguin gehst! Pinguin! Na gut, haust du endlich mal wieder was zum Kuschen. So, Lüpfe! Hopp oben! Ich hab's auch gekonnt! So. Dann müssen wir jetzt den Typen da nochmal irgendwie richtig befreien. Seitdem einfach so machen. Wie lang, dass wir einen Weg aus meinem Haus gefahren haben. Sache! Es geht! Er stellt zum Sammelplatz! Auf der Hauptstraße! Platz, also gibt es noch weitere Überlebende? Da bestimmt darf nach ein Häppchen und Erfrischung. Vielleicht öffne ich auch einen kleinen Stand. Alle Pinguine eingesammelt? Da bist du doch große Eisscholle, um uns Sicherheit treiben zu lassen. Ja. Dann sehen wir mal, werde zuhören, wie die vier Sieger aller Streitkräfte der Welt bislang gegen die sianischen Oberer errungen haben. Einen. Ach, jetzt haben sie es schon verraten. Nein! Scheibe beinahe, ein wenig dürftig! Also ein General ist gelungen, einen Trupp Soldaten genügend bis Herzzeit einzuflößen und für all diese schrecklichen Kriegsmaschinen aufzunehmen. Und aus seiner unkonventionellen Art ist es zu verdanken, dass ein Feind derart viele Schnippchen schlagen konnten, um uns auf dieses vulkanische Einland zu retten. Ach, Magwitz! Ganz warm im Gemüt, der mich zu ergriffen und seine Leine anglotzt!
unkonventionell. Mir fallen da ganz andere Diagnosen ein. Aber ich beginne zu verstehen. Wird doch viel mehr verstehen, wenn sie erst einmal die ganze Insel besichtigt haben. Nun gestatten sie mir, mich zu entfernen. Der Präsident benötigt seinen Schlaf. Präsident, es ist Zeit. Auf ein, das Schlaflied. Ja, als schlüpfen wir in feine Nacht die Nachthemden, setzen die Mütze auf. Hurra! So, wenn darauf reagieren. Fühle, in Ohrwurge, Siegesgewissheit, in mir aufbranden! Ich muss nur so dann, schaut die Männer das wahrnehmen zu lassen als uns. Wie lebt ihr? Hier, Stecklauerei! Ich kann da wieder an Bord gehen. Ah oh, ja, richtig, das brauche ich dann für später erst. Blüht mir jetzt gerade so im Moment mal gar nichts. Aber für später mal merken, ne? Merken wir es uns. Wir werden einmal herrlich trockene Dörrfische. Diese Ähnlichkeit besteht. Hä? Wie mein? Ja, ja. Ja. Höhle? Nein, wir wollen erstmal an. Wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten, also an diese Fragezeichen. Achtung, explosive Schafe, nicht reizen. Wir brauchen Holzbretter. Nein. Doch. Das habe ich schon verraten. Zieh noch dran, Schatz. Mhm, ja, toll. Ich kann übrigens hier rüberspringen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und hat nicht irgendwo so ein Typ gehockt? Hm, da war doch noch irgendwo einer, oder? Ja. Hier haben wir noch ein paar Fische. Duft ist einmal voller Fisch, könnte ganz schnell entscheiden, zu einem Wunschbeil schnell weiterzugehen. Warum denn? Und eine Bodenfläche! Braucht völliges Seilwind! Erhält Feuchtigkeit! Beeindruckend, wie sie Rätsel ihrer Umgebung schlüsseln. Selbst im Wasser einer haben sie geknackt. Ach, herrlich. Zu dem Wasser aber auch in euren Tauerstaub. Ja. Autsch! Der Gong heiß! Ja, wenn wir das Rätsel lösen. Können wir nicht dagegen? Können wir nicht dagegen klopfen? Nein. Scheinbar nicht. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in dieses Haus. Und durchwühlen. Hier steht für jede Art von Flüssigkeit das maßgeschneiderte Gefäß. Sogar eins für dünnes Ohrenschmalzpulver. Ah, ja. Kochen, Pfannen, Tiegel, Schneidinstrumente aller Art. Falls der Schrank einmal umkippte, klänge es so, als ob im Kästen auf dem Baum fiele. Ach, ja. Nanu, ein telegrafischer Roman? Und so einer Gattung habe ich bislang noch nichts vernommen. Ja. Geografischer Roman, Kapitel 1, Ankunftsnotiz. Wetter neblig, stopp. Durchqueren Wald, stopp. Erreichen Gasthof, stopp. Anscheinend verlassen, stopp. Stille ringsrum, stopp. Gähnt leere Flure, stopp. Stille, nicht Stille. Stumme Räume, stopp. Staatlosigkeit, stopp. Schrei durch Kreuz Gemäuer, stopp. Stürzen umher, stopp. Ergebnislose Suche, stopp. Anbahnende Unruhe, stopp. Es scheint die Muse aber Spaß damit, den Künstlern gewesen zu sein. Nein. Eine Zange. Könnt ihr die nicht mitnehmen? Hier wird irgendeine Art von Wärme geleitet. Gitter ist fest verschlossen. Hände weg von meinem Konfekt. Meine patentierten Bananenlikör-Drops teile ich mit niemandem. Oh Mann. Kinetoskopische Betrachtung. Allein zum Batteriewechsel in Grammophonstück 17. Wechselkurs in Strom der Zeit. Ich habe hier nichts, das ich anlesen kann. Haha, da wird immer geschlampt, ne? Die Waage ist exakt ausbalanciert. Ist wie es ein neuartiger Kleister, der hier zusammengerührt wird, oder ein frisch zerschlampter Frosch? So, dasselbe. Ein paar geschichtete Holzscheide. Achtere Erfindung, die auf Graf enden. Toll. Wenn man mit einer Glühbirne Elefanten töten kann, mitbilden. Oh, das stelle ich mir jetzt irgendwie lustig vor. Angehörte Dynamos in Wortprotokollen. Gott. Töne? Stehen Sie nicht, die Produktion ist schießt und anwühlen. Vorsicht, warum glauben Sie, steht meine Erfinderhütte eigentlich so separat von allen? Weil jede Felix oder Gänse lanciert wird, also Finger weg! Schön. Göttern sei Dank, ich habe einen neuen Herrn gefunden, der mich verachtet und meine angeborene Gutmütigkeit nach Leibeskräften ausnutzen weiß. Mein Zwillingsbruder. Watson, sei an deiner Arbeit, statt in einen geistigen Unterbietungswettbewerb zu treten. Herzliche Glückwünsche. Schön.
gab eine Folge in der Weihestätte des Wissens. Kellett wieder, dachte, wäre nun ein Orient-Express vom Gehöriger Poon erlegt worden. Ach Schatz, wir haben was davon erzählt. Es war gar nicht der Wissen, sondern das Atom. Ich habe nicht die Zeit, mit dem langwierigen Geschwätz der begrenzten Geister auszusetzen. Na, aber dem kommt der Flegel, seine Kopie, aber gefährlich nah. Das halten sie eigentlich für bedeutsam genug, um einen Genie von Wichtigem abzuhalten. Das ist ein Ort, jawohl. Wir fallen, das Fasservermögen des Schickers zu sprengen. Das hat er doch gesagt. Dass ich just in diesem Moment im Olymp des Forschers aufhalten. Wie mein? Sie haben uns alle Holzhütte mit etwas Inventar. Sie will nur ein Weise der Unbeschränktheit. Allerfalls wüsste ich natürlich, dass es meine Präsenz ist, diesen Ort zu etwas Besonderem Adel. Wo ich weiter der Forscher sein, natürlich im Mittelpunkt. Alle müsst ihn aufgehen, wo ich sie nicht befinden. Bravo, bei gegen Blut ist sie mit einer Erdnuss. Besorge ihr nichts geringes als vollbeschworener menschlichen Arsch. Nutzen und einem Schaf! Hey, das ist so. Wie können Sie wagen in der Gegenwart einer Dame? Sehen wir es wieder. Von Reiz des gemeinen Primaten ist ganz auf Paarungsaktivität geeignet. Ungeachtet der Dinge, die der vorzeitigen Instinkte der Fantasie beimengen, geht es mir bei einer so wichtigen Aufgabe wie der Bestandserhalt nicht um Triebwerkskomponenten. Sondern um die technischen Aspekte des Überlebens, fernab des gewohnten Gütermengen und Rohstoffzufuhren. Für unsere Gesellschaft, das so ganz abgestellt ist. Wie mein? Eben noch Kindergerechter. Ich habe einen Weg ersonnen, wie aus scharfen Kohle zu gewinnen ist. Forscherkette so weit laufen, wie die Kohle trägt. Und Energie alarmt die Bewegung. Lange Erklärung, na klar. Eine Erklärung dürfen Sie heil das befordern. Und diese Acht, ich werde es demonstrieren. Watson, Kohle. Ja, Bruder, jetzt ich eile. Wir sehen, es wird geglückt, Explosionsschaffer zu züchten. Zu Eisen ist es dank ihrer Schreckerfatur erleichtert, sie zu verkohlen. Unsere geniale Erfindung steht wieder immer noch in ganz alleiniger Abhängigkeit von der Vulkanschütze. Fällt mir ein, dass ein neuer Ende eingebracht werden muss. Watson? Ach nein, muss man das Experiment beobachten. Wenn sonst sogar Watson sie alles zu Wege bringt, ist es auch in jedem gelingen. Wenn sie den Ende übernehmen? Warum nicht? Gut, dann mache ich Ihnen die denkbar einfachste Aufgabe erklären. Von der Hülle ist ein kleines Gatter mit Explosion schaffen. Weil eine Zaun nähert, schenken Sie es, dann ist endlich die Natur. Hauptsache ist, sie erwischt das Schaf direkt am Zaun und es sieht sie. Schicke aber dem Messingmikroskop, das sicherlich eine Vergrößerung bis zum Hundertfachen gestattet. Was? Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Kohle. Kann ich die nicht mitnehmen? Wie ordentlich Kohle dabei, Baby. Verreizt das Tierchen. Sieht nur, wie flasch in der Wolle ist. Lass weitergehen. Guckst du bis auf Vorwurfswald an. 10 Erfahrungspunkte. Halt! Bleib da! Hilf dummen Schafe! Ihr seid so hässlich, wisst ihr das? Und ihr stinkt. Komm her! Sieht ihr. Nein, der Haufen sieht sie nicht vor Wurzeln an. Jetzt fängt das scheiß Schaf natürlich da mit diesen drei Kack-Kohlenhäufchen fest. Ach komm her. Sei nicht so ein rassistisches Schaf. Komm her. Komm her. Verdammt, warum kann ich nicht einfach reingehen? So, fertig aus. Oder ein Kinderspiel. Also ich habe ihn nicht verkohlt. Ich gewusst, wie lange sie dazu benötigen, wäre ich wohl doch besser mit der Hilfe des Irrsinn Irrwegs, der mein Bruder darstellend beliebt bedient. Also ich danke übrigens auch, was schwierig wird, nur Spott gewinnt Mund, mein Herr. So ist im Lohn, etwas Kiste aus. Erstell, ich hab's tun. Ein Geschenk. Dieser Strahl. Also mal die noch 100 Erfahrungspunkte. Und Knallspiel. Was nehme ich denn da? Druckluftkanister, wie es aussieht. Soll nicht! Durfte sie bereits verdienen! Was immer im Bübel ist, wenn Köpfe vorgehen mag! Kann kaum alles genug sein! Oh Moment, ist das was anderes? So ein geistige Himmelflug abzulenken! Ja. Und weiter geht's! Wir speichern. Bevor wir noch in die Luft gesprengt werden, nicht? Esse! Komm her, mein Braver! Hält sie am Ops!
Aus dazwischen! Auf Feuerpanner, Histenwand, Waden gebissen! Hey, bravo! Na, kennst du Frau hier noch? Schatz, dein Hund sabbert. Was hast du eigentlich hier? Esse! Er hilft mir, die Fälschungen zu erkennen. Also, sie scheinen echt zu sein. Dann reihen Sie sich bitte für alles weitere ein. Wissen Sie? Mein Name ist Röntgen, Dr. Röntgen. Ich bin der Sicherheitsbeauftragte dieser Basis. Wenn eine Kontrolle besteht, wird registriert und darf nur eine kleine Zufallsstelle betreten. Diese Fälschung. Die Techniktücke des Feindes hat eine besonders bösartige Teufelei ersonnen, um es zu narren. Immer wieder Schmugglerfeind seine mechanischen Agenten oder die Flüchtlinge. Es wäre nicht auszudenken, wenn die Katastrophe folgte und nur einem einzigen Spion der Zutritt gelänge. Mechanische Agenten? Ein äußerlich sind sie kaum vom Menschen zu unterscheiden. Darum setze ich die Wachhunde ein. Meist erkennen sie den verhüllten Feind und schlagen an. Falls nicht, verschaffe die Eindringung da letzte Gewissheit, wie ich es zu tun habe. Sie haben zwar die Wachhundprüfung bestanden, aber ich muss absolut sicher gehen. Daher werden sie ein wenig durchleuchtet. Durchleuchtet? Aber ja, ich habe einen Radarsonde, der das Innere sichtbar macht. Stehen sie aus Knochen, heißt es. Herzlich willkommen. Denke ich hingegen Teil und Draht? Ich verstehe. Was ist das für ein Apparat? Funktioniert der? Oh, ich muss sagen, sie machen mich neugierig. Ich nenne Dr. Renz erstaunlicher Apparat. Reihen Sie sich einfach ein, dann sehen Sie ohnehin, wie er wirkt. Aus allernächster Nähe. Ich hoffe, damit Ihr Wissensdurst vorerst gestillt. Wir geben Sie nun an die Reihe. Achtung! Achtung! Was ganz fein! Klar, Brachthund! Dr. Röntgens erstaunlicher Apparat. Wo sie so manche anschleichen, aber ich komme jeden auf die Schliche. Immer. Ja. Sauber, bitte sehr, Nächste. Sie sind die Nächste. Wer wohl ein Verräter dabei ist? Ein Spion? Der Nächste, bitte. Kann mir kaum vorstellen. Ich meine, die sehen alles so realistisch menschlich aus. Also jetzt für RPG-Maker-Verhältnisse. Sind eine Reihe, meine Dame. Tappt, Frau Ricarda Heimtücke! Sie haben Metall in der Reihen! Hat geschehen, dass der Kund war! Das Geheimnis ist gelüftet, euer Untergang folgt! Und Güte, was ein perfides Geschöpf! Weißt du nicht? Von der Konserve überall! Ihr Stand ist zwecklos! Also nicht vom Aussehen täuschen, liebe Freunde. Das ist tödlich. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich kann mich entscheiden, was ich machen soll. Feuerangriff auf alle Gegner. Ich mache mal Feuerball. Dampfstrahl, hey. Sein Kingerbild auf Kennerklingel. Feuer und Donner, ja. Wasser, Überraschung, Rammattacken, Klingenwaffen. Besonders bei Dosen öffnen. Wasser, Überraschungen und Rammattacken. Dann machen wir einfach Schulterramme. Was machen wir da? Wasser, naja. Frost ist dasselbe wie Wasser. Mehr oder weniger. Habe ich zumindest das Gefühl. Macht den Hieb für einen Schaden. Ein. P. Dem Argen fallen Zimmermädchen, zerboll ich die Reglerrädchen. Tolle Reime. Das Heilen war so unnötig. Das klappt ja gar nicht. Oh, ach, richtig, ich habe mir eine neue Waffe gegeben. Das habe ich ja ganz vergessen. Haben wir überhaupt schon mal den Granate in Einsatz gesehen? Glaub nicht. So äußerst tapfer von ihnen, die vermeintliche Bresche zu springen. Meintlich? Wie mein? Erklär sich! Ich habe für einen derartigen Fall selbstständig Abwehrwaffen vorgesehen. Schauen Sie. Ich habe der Fall mit Nachdruck auf den Kopf gehindert. Soll ich dann in die Kammer bitten? Und Ihnen zahlreichen Waffen einmal abgesehen, sind Sie metallfrei, wenn Sie nur wünschen kann. Nanu, was ist das? Liebe Zeit, es packt mir wieder. Eine Zufluchtstätte der Schutzlosen? Es gibt ja vielversprechend Ort für Raserei. Ah, und ich dachte, hier finde ich endlich ein Ziel und Ziel vom Schrecken der Außenwelt. Weit machen, lässt dieses Ding vom Abwehr aus zu kratzen. Halten Sie ein, Herr Doktor.
Schnell, füllen Sie Professor die Pillen des Orages ein. Na denn, glaubt ihr ernsthaft, wir lassen wir das freiwillig? Er schwatzt bei dem auch den Mund auf. Oh, wie niederträchtig! Nanu, er war auf einmal so wunderlich zumute. Machen, ergreift diesen. Ergreift es einfach, was es auch sei! Na, zu grob, junger Mann, hast du nicht sie gefahren? Das missverständlich klären. Missverständlich? Hör zu, räumst du jetzt aus! Weißt du, der Hackwerk einfach nur eine kaum zu kontrollieren, aggressive Kraft in seinem Hirn, die ihn gelegentlich zu den allerschrecklichsten Taten verführt! Meine Güte, wie entsetzlich! Vielen Dank für eure Fürsprache, lieber Freund. Also kommt die Sicherheitsgewahrsam, bis es ein Fall, die nur die Klarheit herrscht. Sicherheitsgewahrsam. Herr Professor hat ein gutes Wissen und seine Rettung in sich. Wenn Sie ihn inhaftieren, können Sie ebenso gut Ihre beste Waffe vor dem nächsten Kampf verschließen lassen. Schon gesagt, Teufchen! Lieb von dir, soll ich kommen jetzt zu machen, Schatz. Lassen wir uns noch einmal kurz im schwierigen Sicherheitsproblem zu, das ihr werdet Gefährder darstellt. Natürlich nur, wenn Sie gar nichts mit größerem Belang zu tun bedenken. Gut, gut. Was der Professor wirklich so bedeutend auf unsere Sache ist, wie Sie sagen, würde ich schwerlich darauf gefangen setzen. Das haben Sie jetzt schön gesagt. Aber bevor ich ihn freigebe, müssen Sie mir einen Bürgen bringen. Finden Sie jemanden, der lauter genug ist, mir zu garantieren, dass mit diesem Herrn keine Bedrohung ausgeht. Ich garantiere Ihnen das gerne. Ha! Sie müssen einen Bürgen auftreiben, den ich gut genug kenne, um ihn einzuschätzen. Der andere Professor unter Arrest. Soldaten, abführen! Boah. Unser Magier. Dann hast du schon ein Bild gefunden. Moment, ich habe da glaube ich noch was vergessen. Das will ich lieber mitnehmen. Wenn ich mich jetzt damit. Oh. Das war es jetzt zwar nicht, aber ja, schön. Ach ja, das ist dieser andere Typ jetzt wieder, ne? Und bloß weg von mir! Die größte Zehn an der Sicherheitsschleuse hat mir gereicht, zu wissen, wie gefährlich sie sind. Kann ich versichern, sie sind völlig ungefährlich.